Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem Film Makia. Makia ist ein Anime, der ganz frisch in die deutschen Kinos kommt, hat wohl auch nur einen sehr begrenzten Kinostart. Das heißt, sowohl terminlich als auch ja eben in den eigentlichen Kinosälen selbst müsst ihr schon schauen, wo ihr den finden könnt. Dennoch hat sich der Steffen vom Nerd 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 Podcast hingesetzt, ihn für euch angeschaut und nun eine Besprechung aufgenommen. Da könnt ihr gespannt sein, wie ihm der Film gefallen hat, denn ihr wisst, wenn es einen Nerd gibt, dann den Steffen vom Nerd 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 Podcast. Im Anschluss gibt es einen Film, zu dem ich eigentlich erst einmal gar nichts wusste. Der Titel des Films ist Anti-Porno und als dann irgendeiner meiner Redakteure rausgehauen hat, dass das ein Film von Sion Sono wäre, hat irgendwie gefühlt meine halbe Reaktion total gefeiert und hatte mega Bock auf den Film. Und deswegen haben wir hier einen Doppel, auch wieder vom Steffen, der richtig Bock hatte, da mitzumachen, und von der lieben Christine vom Podcast Drei Frauen Comics, der Comic-Klatsch. Die beiden Hübschen haben sich diesen Film etwas genauer angeguckt und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen krasser Scheiß ist. Viel Spaß also da mit der Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel. Ein Doppel zum Film Was kostet die Welt? Das ist genau genommen eine Dokumentation. Die hat Eva aufgenommen, moderiert bzw. interviewt vom Andi. Die beiden haben sich also quasi direkt vor Ort getroffen, mit Anfassen und so, und haben dann eben über diesen Film gesprochen. Und Was kostet die Welt klingt vom Titel her schon total faszinierend und ich bin gespannt, was sie in ihrer Rezension zu sagen haben. Ich freue mich generell auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr generell herzlich eingeladen, uns ja eben Feedback zu hinterlassen, euch mal zu melden, ob ihr vielleicht selbst Bock habt, mal hier bei uns Filme zu besprechen, wie ihr die Kritiken selbst findet. Habt ihr die Filme gesehen, die wir hier besprechen? Denn ihr wisst, wir besprechen hier nicht nur die großen Blockbuster, bei uns sind es vor allem auch viele, viele kleine Filme, die bei uns Aufmerksamkeit bekommen. Wir kümmern uns um fast alle Kinostarts, die es in Deutschland gibt, also versuchen es zumindest. Und da sind natürlich eben auch die ein bisschen, sage ich mal, kleineren Filme dabei. Nun also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo, hier ist Steffen von Nerd 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 und ich habe mir für heute einen Anime angeguckt, nämlich Makia, eine unsterbliche Liebesgeschichte. Der Film läuft jetzt an zwei Terminen, am 16.05. und am 19.05. in vielen deutschen Kinos. Genaue Termine und Vorstellungen müsst ihr euch da mal raussuchen. Ja, mich hat der Film ziemlich begeistert tatsächlich. Es geht um die junge Makia, die in eine Familie hineingeboren wird, die ab einem gewissen Alter nicht mehr altern. Dieses Phänomen wollen sich jetzt eben Menschen zunutze machen und entführen, so ziemlich alle Mitglieder dieser Familie. Makia kann dann mehr oder weniger flüchten und findet dort ein ja, kleines Findelkind, dem sie einen Namen gibt und das sie von nun an großzieht. Man begleitet ab diesem Zeitpunkt Makia und ihrem Sohn Erial, der natürlich immer und älter wird, sie nicht mehr, sie bleibt also jugendlich und es ist sehr anrührend und tragisch, weil ihr Leben vor allem durch Veränderung geprägt ist. Sie muss immer wieder versuchen zu überleben, ihr Kind, ihr Ziehsohn Erial zu schützen. Gleichzeitig versucht sie aber eben auch die weiteren Mitglieder ihrer Familie zu finden. Das Ganze spielt sich ab wie ein kleiner Epos, zwar im kleinen Rahmen, weil es eher so ein Familiendrama ist tatsächlich. Es ist eine sehr ruhig erzählte Geschichte. Auf der anderen Seite hat man aber eben auch sehr große Bilder. Das Ganze ist in einem Fantasy-Mittelalter-Setting angesiedelt mit einer unfassbar ausladenden Architektur. Also die Gebäude, die Paläste, in denen das Ganze zum Teil spielt, die Burgen und so weiter und so fort, sind riesengroß, ganz detailliert gestaltet, wunderschön gemalt praktisch. Also das sind Gemälde, die im Hintergrund passieren. Was mich besonders ab der ersten Sekunde wirklich begeistert hat, ist so die für heutige Animes schon recht untypische, flüssige Animation der Figuren. Also man kann ja über so Anime-Filme wie beispielsweise Your Name sagen, was man möchte, aber wirklich flüssig animiert ist der Film nicht. Das hat dieser Film tatsächlich Your Name beispielsweise auch so ein bisschen voraus. Also das Ganze ist deutlich flüssiger, sehr lebendig. Man könnte fast glauben, die Figuren sind wirklich menschlich, sehr menschliche Proportionen, wenn man von den typischen Anime-Gesichtern der Charaktere mal absieht. Stilistisch hat mich das Ganze schon auch ein bisschen so an Herr der Ringe erinnert, wenn das Ganze dann auch nicht so düster und niederschmetternd dunkel designt ist, sondern es ist alles sehr hell, es ist alles sehr leuchtend, sehr, sehr bunt auch oft, um dann aber auch in den richtigen Momenten, gerade natürlich, wenn es nachts spielt, dann auch wieder dunkel und düster zu sein. Aber der Film hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Stimmung und für Licht.
Das Ganze wirkt auch so ein bisschen wie so ein Mix aus, wie schon angesprochen, Herr der Ringe. Man hat so ein bisschen auch so diesen Konflikt zwischen zwei Völkern, wie es in Avatar, der Herr der Elemente, gewesen ist. Da gab es einige Sachen, die mich erinnert haben an die Avatar-Zeichentrickserie. Ist eine amerikanische Zeichentrickserie, gar nicht so Anime. Aber eben auch so Figuren, also der Prinz des einen Volkes, der ist so ein bisschen wie Prinz Zuko. Auf der anderen Seite hat man dann aber so den König dieses Volkes, der also dieser Harkonnen ist aus Dune, also der also dieser fette Typ, der so ganz so ganz dämlich ist und so ganz furchtbar anstrengend und der eigentlich nur Macht haben möchte, darum geht's eben auch. Und mittendrin eben diese ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der jungen Makia, die eben ihren Sohn großziehen möchte und da für ihn das Beste möchte. Er möchte sie natürlich beschützen, weil sie seine Mutter ist. Er merkt aber auch, dass er ihr und ihrer Obhut so langsam eben auch entwächst. Das Ganze hat zum Teil so ein Highlander-Motiv, der eben auch mit der gleichen Tragik ausgestattet ist, eben auch so gut wie unsterblich zu sein und seine Geliebten, also Menschen, mit denen er dann eben Beziehungen eingeht, eben auch sterben zu sehen. Und auch das passiert hier in diesem Film. Da verrate ich nicht zu viel. Das Ganze hat aber eben auch sehr viel Poesie, also es gibt so dieses Motiv, das Motiv des Webens, also die weben eben Teppich oder Stoffstücke, darin weben sie Erinnerungen und Botschaften ein, also Vertreter, Mitglieder dieses Volkes können das eben lesen und das ist ein sehr interessantes Motiv, das wird hier schön benutzt und es ist alles so sehr, sehr melancholisch, möchte ich ihn nennen, aber unfassbar schön und optimistisch dabei auch. Also es ist auf keinen Fall ein nur trauriger und böser Film, sondern eben auch ein sehr optimistischer, sehr lebensbejahender Film mit all seiner Tragik und sehr oft wirklich sehr, sehr niederschmetternden Szenen. Action wird auch geboten, was ich ganz schön finde. Gerade die Action-Pieces erinnern dann wieder so ein bisschen mehr an Herr der Ringe. Also gerade so die Schlachten zwischen den beiden Völkern. Es gibt riesige Drachen, die durchs Bild fliegen, die unfassbar cool gestaltet sind. Also gerade so in dieser Kombination, so diese sehr gefühlvolle Fantasy-Geschichte dann mit der Action und dem unfassbar tollen optischen Design, was dieser Film eben hat, das habe ich selten erlebt. Für mich ist dieser Film eine absolute Empfehlung. Nehmt Taschentücher mit ins Kino, wenn ihr reingeht, weil der Film wirklich zum Heulen schön ist. Also das muss man wirklich schon sagen. Es gibt natürlich ein mehr oder weniger Happy End. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja, hallo, hier ist Steffen von Nerd, Nerd, Nerd und zusammen mit der Christine von, oh Gott, Drei Frauen N Comics heißt euer Projekt, oder? Richtig, genau. Richtig, genau. Wir beide haben den Film Anti-Porno gesehen von Shion Tsono, spricht man den Namen aus, da legen die Japan-Nerds großen Wert drauf. Das ist ein Film aus dem Jahre 2016, der kommt jetzt die Woche auch bei uns in Deutschland endlich ins Kino, nach drei Jahren mittlerweile. Mhm. Und Christine, erzähl du doch mal, worum es in dem Film so grob geht. Das ist in dem Fall gar nicht so einfach. Also es geht eigentlich um Noriko. Das ist eine Assistentin, die, beziehungsweise fangen wir anders an. Es geht um Noriko und Kyoko. Das sind zwei Frauen, die zwei Hauptfiguren des Films. Und Kyoko ist eine Art Model, ein Star, der sehr exzentrisch wirkt und sehr von sich überzeugt wirkt die ganze Zeit. Und sie hat eine Assistentin, die Noriko heißt, die ihr untergeben ist. Und das macht sie auch sehr deutlich, dass sie eigentlich nichts wert ist. Dass sie ihr sagen muss, wie ihr Tagesablauf ist und dass eigentlich Kyoko der Star ist und definitiv nicht Noriko. Das ist so der grobe Inhalt, um den es geht. Also der Film macht ja erstmal einen sehr wilden Eindruck, so die erste halbe Stunde, genau, hätte ich gesagt. Also sehr, sehr surreal, fast schon sehr, sehr laut auch und geizt auch nicht mit Nacktheit. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Mich nicht. Also ich kenne ja schon Filme von dem Regisseur. Okay. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Also ich fand eher dieses extrem Künstlerische hätte ich jetzt am Anfang nicht erwartet, weil man kommt in, man sieht einen gelben Raum, komplett gelb, total spartanisch eingerichtet, nur das Nötigste. Daneben ist ein Raum ohne Türen, ohne alles, was ein Bad sein soll, in Knatscherot mit einer Toilette und einem Waschbecken und man darf erstmal Kyoko beim Stuhlgang beobachten. Das ist ja so der Einstieg.
Dann kommt ihre Assistentin und es wird sehr nackt, sexistisch. Es geht um Erniedrigung, also es ist... Das ist ein spannendes Thema, weil die erste halbe Stunde, muss ich sagen, ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Tatsächlich, du sagtest gerade sexistisch und vieles, was da passiert, ist im ersten Moment auch schwer zu schlucken. Passiert aber, so wie ich das betrachten konnte, schon im Konsens. Also auch diese Erniedrigung, das ist eine Meister- und Sklave-Haltung, die da erstmal zumindest im ersten Moment relativ einvernehmend wirkt. Das war so mein Eindruck zumindest. Auf jeden Fall, ja. Das bricht dann aber irgendwann auch. Also irgendwann wird das sehr aggressiv und böse. Und dann kommen ja noch mehr Leute dazu und das Ganze eskaliert und eskaliert und wird dann irgendwann auch ein bisschen blutig. Und da ist uns auch, also ich habe mit meiner Lebensgefährtin geguckt, so ein bisschen der Atem gestockt, weil bis zu diesem einen Punkt der Film doch sehr, sehr eskaliert dann. Ja, ich habe auch gedacht, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Also ich habe echt, oh Gott, wenn das jetzt wirklich die 75 Minuten, ist ja nicht so lang, der Film. Mhm. Wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann halte ich das nicht durch. Ja. Das war so mein Gedanke. Aber dann kommt ja ein Cut. Genau. Wir haben gesagt, wir reden jetzt nicht so sehr darüber, wie der Film sich weiterentwickelt, weil man das schon selber erleben muss. Ja. Hast du Motive in dem Film entdeckt? Worum geht es deiner Meinung nach in dem Film? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es halt schon um die Frau, um die Erniedrigung und um Sex geht. Hm. Um die Wahrnehmung davon. Die ja, also ich habe meine Vermutung, was mit Kyoko passiert ist. Hm. Die ich natürlich jetzt hier nicht äußern kann. Aber es ergibt am Ende alles irgendwie einen Sinn. Also, dass es so komisch und künstlerisch es sein mag, es ergibt am Ende alles einen Sinn. Und es geht eigentlich, ja, um Liebe halt Anti-Porno, was der Titel eigentlich auch sagt. Es ist nicht ein Porno, der reizen soll. Ja, also das hat mit dem, was man so hier im Westen als Pornografie versteht, wenig zu tun. Der Film hat durchaus feministische Anklänge. Also, da geht es schon auch um weibliche Selbstbestimmung. Ein Stück weit und auch die Rolle von Sex im Leben von Menschen ein Stück weit, wie das auch wahrgenommen wird, also alles so entweder hinter verschlossenen Türen oder doch öffentlich, und das eben auch ganz spannend in so einem Culture Clash eben mit der japanischen Kultur, die da nochmal ein bisschen zurückhaltender ist, als wir das vielleicht sind. Das fand ich echt spannend und das hat aber auch einen Moment gedauert, bis das bei mir angekommen ist, weil also ich habe den Film sehr stark auch weiterhin an der ersten halben Stunde gemessen und das hat einen Moment gedauert, bis ich das verstanden hatte tatsächlich und hat der Film mir sehr gut gefallen hinterher, also ich mochte ihn sehr am Ende. Ja, wie gesagt, ich kenne ja den Regisseur, kenne ich ja schon und es gibt noch einen Film, der ist schon was älter, 2008, 2009 so um den Dreh ist der rausgekommen, der heißt Love Expression und der geht in eine ähnliche Richtung. Das hat auch mit Liebe halt, aber auf künstlerische Art ausgedrückt. Der geht aber auch deutlich länger. Ja, der ist irgendwie 4 Stunden lang oder sowas, ne? So ein die Uncut, ja. Ja. Ich habe schon länger auf der Watchlist liegen, Why Don't You Play in Hell? Das ist, glaube ich, so ein Zombie-Film, hätte ich gesagt. Keine Ahnung. Oh, das kenne ich nicht von ihm. Aber den habe ich jetzt auch noch nicht angefangen und ich war ganz happy, jetzt den Film mal zu sehen als Erstkontakt. Ich weiß nicht. Wem würdest du diesen Film empfehlen? Also Leuten, die definitiv mit japanischen Filmen schon mal Kontakt hatten. Mhm. Weil ich finde, die haben schon so einen eigenen Touch, den nicht unbedingt jeder mag. Mhm. Die halt offen für Neues sind. Die halt wirklich durchziehen, diese 75 Minuten zu gucken und nicht es als japanischen Kitsch oder so abstempeln, wo ich mal denke, da gibt es schon einige, die das machen würden. Aber ich finde, man kann hier deutlich eine Tiefe sehen und was der Künstler, der Regisseur uns damit sagen möchte. Dem stimme ich so zu. Ja. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Gibt es eigentlich so keine. Geben wir hier Wertungen? Möchtest du eine Wertung abgeben? Von 5 Sternen würde ich wohl 4 geben. Ja, auch da stimme ich zu. Das habe ich gestern bei Letterboxd auch so eingetragen. Das ist ja wunderbar harmonisch heute Abend. Ja. Ja, gut. Wie gesagt, bei mir steht auf der Liste auf jeden Fall Why Don't You Play in Hell. Hast du noch einen Wunschfilm von ihm? Nee, ich war vorhin überrascht, dass er so wahnsinnig viele Filme eigentlich inzwischen rausgebracht hat, die komplett alle an mir vorbeigegangen sind. Ich nehme mal an, die Hälfte ist hier in Deutschland nicht mal angekommen.
ich meine, der Film kommt ja auch mit 3 Jahren Verzögerung bei uns an. Ein Film, der mir noch untergekommen ist, der bei mir auch draufsteht, ist The Whispering Star. Das ist ein wohl sehr langsamer und sehr poetischer Science-Fiction-Film von ihm. Das klingt auch gut. Habe ich auch sehr Gutes von gehört. Also das wäre nochmal auch ein Blick für mich wert. Ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Dann haben wir einen Filmtipp. Dann haben wir einen Filmtipp. Viel Spaß damit. Genau. Hallo, hier ist Eva vom Telestammtisch. Ich habe mir passend zum Wetter einen Film angeschaut, und zwar Was kostet die Welt von Bettina Borgfeld. Und habe jetzt auch noch den Andi hier eingepackt, Hallo. Der mir ein paar Fragen dazu stellt als Cineast. Genau, ich habe den Film nicht gesehen, aber du darfst mir gleich erklären, was es für ein Film war. Ist eine Dokumentation, richtig? Richtig. Und wieso passend zum Wetter? Weil es auf der Insel immer sehr viel regnet und weil das Thema doch eher traurig ist und weil man ja bei dem Wetter auch perfekt ins Kino gehen kann. Erstmal ein paar Fakten, die ich noch dazu habe. Also der Film dauert 91 Minuten, nicht zu lang, nicht zu kurz. Die Doku zieht sich über 4 Jahre. Also die Frau hat 4 Jahre beobachtet, was auf der Insel passiert. Genau, Kinostart ist der 16.05., also jetzt gleich Donnerstag. Ja. Was ist das denn für eine Insel? Kennt man die? Es ist eine minimale, eine Mini-Insel zwischen Frankreich und England im Ärmelkanal. Hat ganze 500 Einwohner. Also jetzt im Vergleich zu Monaco. Später werdet ihr noch erfahren, warum ich ausgerechnet mit Monaco vergleiche. Monaco hat 20.000 Einwohner und ist halb so groß. Auf der Insel ist es so, dass es, die gehört der Krone. Also es ist, die haben ihre ganz eigenen Gesetze. Es ist alles, es ist ein sehr freies Leben, ein sehr selbstbestimmtes Leben. Was die Insel besonders macht, ist, dass sie keinerlei Steuern erhebt. Es gibt keine Kapitalertragssteuer, keine Einkommensteuer, keine Vermögenssteuer, keine Mehrwertsteuer, Erbsteuer, Schenkungssteuer. Das ist mit anderen Worten ein Paradies für Firmensitze oder Millionäre, Milliardäre. Und genau das, darum geht's in der Doku. Das haben nämlich die Barclay-Brüder, was milliardenschwere Leute sind, entdeckt. Und was sie genau vorhaben, weiß man nicht. Das kann man im Lauf der Doku sich erschließen. Auf jeden Fall haben sie Pläne, die die gesamte Bevölkerung, also das Leben der Bevölkerung total durcheinander wirbeln wird und von vorn bis hinten die Insel auf den Kopf stellen wird. Also was die Insel halt ausmacht, ist natürlich mit 500 Einwohnern ein sehr familiärer Umgang. Jeder kennt jeden. Es ist alles sehr viel beruht auf Freiwilligkeit. Es gibt zum Beispiel so eine Art Tombolas, um den Leuten mit weniger Einkommen unter die Arme zu greifen finanziell. Die Feuerwehr, der Krankenwagen, alles ist, funktioniert freiwillig. Also es beruht sehr auf das Engagement und den Einsatz von Einzelnen oder von jedem Einzelnen eben, von der gesamten Gemeinschaft. Ja, jeder ist für sich verantwortlich, kriegt aber auch nichts vorgeschrieben, kriegt auch nicht viele Abzüge. Auch das Parlament ist selbst organisiert, da kann sich jeder reinwählen lassen. Und es gab bisher auf der Insel eben auch die Regelung, dass jeder nur ein Land besitzen darf, also ein Anwesen. Und eben das pro Anwesen hat man dann auch ein Stimmrecht, eine Wahlstimme, wenn man das sagen kann. Dass eben auch niemand zu mächtig wird und eben auch die Idee dahinter, um genau diese Gemeinschaft eben gleichberechtigt aufrechtzuerhalten. Also es ist wirklich ein kleiner, selbstständiger Mikrokosmos mit sehr eigenen Regeln mitten im Ozean da. Haben sich dann jetzt, das haben natürlich jetzt diese Milliardäre vor ein paar Jahren entdeckt, 2007 ging das los, dass die plötzlich mehr oder weniger da waren und haben halt ganz taktisch im Westen und im Osten Hotels aufgekauft. Man muss dazu sagen, die Insel lebt eben ausschließlich vom Tourismus und von der Landwirtschaft. Also es gibt auch keine Autos auf der Insel, also keine Straßenbeleuchtung. Es ist ein sehr, sehr einfaches und unkompliziertes Leben. Und jetzt eigentlich nicht so der Ort, wo sich Massentourismus oder irgendwie, wo sich das so anbieten würde, dass man das ausgerechnet da ansetzt. Also dafür müsste man eben die ganze Insel umbauen und erstmal die Straßen teeren und das wären nur die grundlegenden Sachen, die man verändern müsste oder würde. Jetzt kommen da diese Typen daher und fangen an, alles Mögliche aufzukaufen, Restaurants, Pensionen. Es hat einfach wahnsinnig viele Auswirkungen auf das Privatleben und auf das gesellschaftliche Leben und die ganzen Rechte dort, auf die ganzen Gesetze dort auch, die ganze Gesetzgebung. Und das ist eben ein Prozess, den die Doku beschreibt. Und
anhand mehrerer Einwohner, die sie dort interviewt. Da gibt es zum Beispiel Rosanne, die mit ihrem Mann da lebt, von Landwirtschaft. Da wird ihr Privatleben zum Beispiel total durcheinandergewirbelt durch diese Einschnitte, die passieren. Mit anderen Worten, die ganze Geschichte basiert auf dieser Insel auf einem hohen Maß an Vertrauen gegenseitig, also dass diese ganze Gemeinschaft aufrechterhalten wird. Es gibt einfach verschiedene Punkte, die dann nicht mehr so gut funktionieren. Zum Beispiel das Parlament, da will sich keiner mehr aufstellen lassen, weil das gegenseitige Vertrauen halt fehlt und auch so ein Streit zwischen den Inselbewohnern sich dann ergeben. Eben manche Leute, die eben ihr Land verkauft haben und ihre Pensionen oder Hotels und da eben mitmachen. Und die anderen, die sich eben dagegen stellen und einfach meinen, sie wollen frei und selbstständig bleiben und sie wollen eben nicht, dass die ganze Insel nach und nach verkauft wird und wo das hinführt und sie dann vielleicht selber von der Insel vertrieben werden im Endeffekt. Genau, dann daraus resultiert eben auch, dass die Demokratie der Insel eigentlich gefährdet ist, also das ganze Rechtssystem, das ja da selbstständig funktioniert, weil einfach zu wenige Abgeordnete sich ins Parlament dort wählen lassen möchten, so dass die Mindestanzahl also die vorgeschriebene verfassungsgemäße Mindestanzahl von Leuten, die sich aufstellen lassen müssen, nicht mehr gegeben ist. Lauter so Zeug, also man erfährt wahnsinnig viel über rechtliche Grundlagen, über Wirtschaftssystem, wie das funktioniert, die Zusammenhänge zum persönlichen, ganz privaten Leben eigentlich auch und wie es den Alltag verändert. Ja, also es ist wirklich so eine Schnellgeschichte auf dieser Insel, die man beobachten kann, was jetzt auf der ganzen Welt eigentlich passiert. Nur da dauert es halt ein paar Jahrzehnte länger und auf dieser Insel war es jetzt so ratzfatz in ein paar Jahren eine wahnsinnige Veränderung, die man da eben sehen kann, was so also Aufkauf und diese ganze Globalisierung auslöst und dieser Aufkauf, so dass alles mehr oder weniger glatt gebügelt ist. Im Endeffekt wird dann auch das Privatleben eben von den verschiedenen Leuten wird sehr angegriffen. Die Millionäre gründen im Endeffekt noch so eine Art Zeitung, also das ist der Sark Newsletter, nennen die das. Und da werden dann auch quasi tatsächlich Leute richtig über die her gehetzt und heißt die Insel Sark? Die Insel heißt Sark, ja. Okay. Und da werden eben auch die Inselbewohner gegeneinander aufgehetzt und die wirklich Lügengeschichten erzählt, wer jetzt was gemacht hätte und wer irgendwie Steuern hinterzogen hätte, also wirklich Geschichten, die überhaupt nicht stimmen und wo dann eben auch im Endeffekt keiner mehr keinem traut und eben auch die Frau, die da, also die Rosanne, die ziemlich viel interviewt wird, dann auch ihrem Mann gegenüber Probleme bekommt und die sich dann unsicher sind, ob da irgendwie Wanzen aufgestellt sind in der Wohnung. Also man erfährt immer mehr über diese Barclay-Brüder, die eben auch weltweit ganz viele Sachen besitzen, unter anderem das Ritz und sich auch schon mit einigen Staaten angelegt haben, in etliche Gerichtsverfahren verwickelt sind und unter anderem mit der BBC und den Times und Guardian, BBC-Reporter verschiedenen und dem britischen Staat, also alle, die sich irgendwie auflehnen und sich nicht aufkaufen lassen wollen oder ja einfach eben nicht in die Geschäftsbedingungen einstimmen, die vorgeben, die kriegen erstmal mit fetten Anwalts- und Gerichtskosten zu tun, weil die Barclay-Brüder einfach natürlich viel wohlhabender sind und sich einfach alles und jeden Anwalt leisten können und sich quasi auch die ganzen Rechte, die sie brauchen, um die Insel aufzukaufen, auch einfach erkaufen können. Also mit den wirklich miesesten Tricks und da wird auch den einzelnen Inselbewohnern in diesem Sark-Newsletter, den die Barclay-Brüder eben rausgeben, wird denen auch Rassismus und vorgeworfen, sie wären machthungrige Extremisten und also wirklich eine ganz krasse Wortwahl, wo die richtig Psychoterror passiert. Also es geht ziemlich ab und es ist auf verschiedenen Ebenen wahnsinnig interessant und ja, eigentlich kann ich schon zum Fazit kommen und hast du noch Fragen? Etwas überrannt. Nö. Nee, ist ja, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon bekommen. Es klingt alles ein bisschen düster. Ich weiß es nicht. Also der Film wird hauptsächlich, denke ich mal, durch Interviews erzählt mit der Landbevölkerung. Genau, also man kriegt Einblicke ins Parlament und auch irgendwie Einblick in diesen Streit, in diesen Rechtsstreit, wie eben die Inselbewohner da mehr oder weniger systematisch wirklich fertig gemacht werden. Was die kriegt man nur die Stimmen von den Leuten, die darunter leiden, oder wird auch mal jemand interviewt, der da, der sagen wir mal, seine Ländereien oder sein Hotel oder so an die verkauft hat? Weil das gibt ja wahrscheinlich jetzt nicht nur Opfer, sondern auch. Ja, es gibt eben schon auch
Bewohner die verkauft haben, einfach weil es für sie nicht mehr rentabel war und ja, weil sie halt da einfach ja mitmachen. Das gibt's auch. Also sie werden auch interviewt und sagen auch ihre Meinung. Und die Barclay-Brüder kommen nicht zu Wort leider. Die haben sich dagegen verwehrt. Also ja, die haben sich nicht, haben sich dann nicht zu niedergelassen. Sie haben aber einen Anwalt mal sprechen lassen. Also der. Und was ist denn der sagt Ziel, halt so, diese Insel nutzen, um daraus irgendwie Geld zu machen? Also die kommen da auf die Insel, kaufen da alle infrastrukturellen Sachen auf irgendwie oder Hotels und alles mögliche Restaurants und kommen dann da Touristen hin? Was haben die davon? Nee, so weit kommt es nicht. Also es ist dann, sie schließen dann, also es ist eine, auch das ist eine andere fiese Masche, die man im Laufe des Films mitkriegt, dass die eben da Hotels aufgekauft haben und dann eben auch natürlich die Leute anstellen und dann aus Rache, weil sie bei einer Parlamentswahl eben nicht ihren Willen kriegen, entlassen sie sie dann. Also wirklich, um sich bei der Inselbevölkerung zu rächen, schließen sie dann das Hotel und somit stehen auf einmal 140 Leute arbeitslos da, was natürlich bei einer Bevölkerung von 500 Leuten ein wahnsinniger Prozentsatz ist. Also sie haben halt auch auf einen Schlag eine wahnsinnige Macht dadurch ihre, allein durch diese paar Hotels, die sie da aufgekauft haben. Genau, also solche Dinger ziehen die dann da ab und es kommen halt auch so Beschimpfungen wie, es wären Strukturen wie in den 30er Jahren und es wären Extremisten und also von den Barclay-Brüdern an die Bevölkerung, wie sich da halt wehrt. Und das sind tatsächlich gesetzlich, weil die Insel eben schon sehr lange bevölkert ist und die Strukturen sehr lange nicht geändert wurden, sind es einfach zum Teil sehr alte Gesetze und alte Rechte, die nach und nach so sind zu einem geringen Teil erneuert wurden. Und daraus ziehen die Barclay-Brüdern den Inselbewohnern eben so einen Strick. Das wäre irgendwie, ja, nicht demokratisch oder sonst was. Aber es funktioniert eben einfach anders. Und man merkt auch, dass eben die Demokratie auf der Insel sehr wohl, sehr gut funktioniert hat, immer die letzten Jahrhunderte. Und ja, also man kriegt einiges an Fragen und Einblicken, die man sich stellt. Also ich fand es sehr anregend und sehr, ja, interessant, alles in allem. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob man da zu viel spoilert, aber ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie es dann ausgeht natürlich. Muss man sich den Film dann anschauen oder kann man schon sagen, dass es irgendwie, ja, ob die Insel zugrunde richten oder ob, ja, was sie denn davor haben? Weil irgendwie, wie gesagt, der Tourismus läuft ja anscheinend nicht so wirklich an. Und wieso machen die das? Wollen die da Geld rausmachen? Nee, das ist nur kurzfristig mit dem Tourismus. Also man, ja, also sie haben halt Pläne. Was genau, verraten sie auch nicht. Und das will jetzt auch nicht alles verraten. Ja. Ich wollte es nur so ein paar Einblicke geben, was in dem Film angerissen wurde eben. Und es sind einfach wahnsinnig viele Themen. Deswegen überschlägt man sich jetzt fast, wenn man da alles erzählt. Aber ja, also es ist so ein kleines Jurastudium auch, aber nicht zu trocken, sondern halt, es hat immer diesen total persönlichen Bezug. Man lernt die Leute kennen, man sieht übrigens auch unglaublich schöne Landschaften. Also ich habe auch gleich Lust bekommen, hinzufahren und bei der Rosenda in der Pension zu wohnen. Neben ganz bewusst nicht bei einem Hotel der Barclay-Brüder. Aber ja, es gibt eine Entwicklung und es dauert ja auch bis heute an. Also der Prozess ist nicht abgeschlossen. Okay, ja, das klingt ja sehr interessant. Also mich erinnert das so ein bisschen, es klingt wie so eine Fallstudie. Also wie wenn man da so ein kleines, wie in so einer Petrischale, diese Insel, und da dann irgendwie vielleicht sieht, wie sich, ich nenne es jetzt mal, weiß ich nicht, ist es auch eine Kapitalismuskritik, wenn da diese zwei Superreichen da ankommen und dann irgendwie ja, da alles aufkaufen und so. Und dann wie das sich halt auf so eine kleine Gesellschaft auswirkt. Ja, doch, kann man schon, würde ich durchaus so sehen, ja. Okay, ja, cool, klingt alles sehr interessant. Und wie war der Film so optisch von der Machart? War das schön anzuschauen? Ist er fürs Kino gemacht oder läuft er dann irgendwie in einem Jahr auch auf Arte gut? Also ich würde es allein schon wegen der Bilder und weil es einfach wirklich eine sehr schöne Insel ist und sehr außergewöhnlich, man so unberührte Landschaften hat man wirklich selten, würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, den im Kino anzuschauen. Und auch jeder, der schon mal in Irland war oder Schottland oder eben in England diese Landschaften einfach mag und auch kennt oder diese verträumten, ja, altertümlich anmaßenden Landschaften mag, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil man wirklich sofort in diesem irländischen Sog ist. Also ich war ja da früher öfter mal und ich habe echt gleich wieder Sehnsucht bekommen. Also es ist wirklich sehr schön. Ja gut, dann kommen wir doch mal zum Fazit. Oder hast du noch was? Nein, also ich wollte nur sagen, im Trailer gibt es so ein
eine ganz düstere Musik, wenn die Barclay-Brüder da gezeigt werden. Das hat mich fast ein bisschen an Momo und die grauen Herren erinnert, die da die ganze Welt zerstören. So dramatisch wird es in dem Film nicht übermalt, aber es ist auch gar nicht nötig, weil die Geschichte an sich wirklich dramatisch genug ist. Also da muss man jetzt gar nicht mit künstlich, mit Kunstnebel oder schlimmer Musik und Dauerregen irgendwie eine Stimmung herstellen, sondern es ist wirklich das Thema, das mich wirklich ganz schön gefesselt hat von vorn bis hinten. Also ich finde es durchaus sehenswert und ja, auch landschaftlich schön, interessante Gespräche und Infos, Einblicke, die man kriegt auf allen möglichen Ebenen, also eben auch so, ja, fast schon, also Kritikpunkte, die man vielleicht an der DDR hatte, dass da dieses mit wirklich auch das Privatleben dann zerstören, weil man sich über nichts mehr reden traut und so, weil dann alles, die haben tatsächlich dann auch so, also so Leute, die wirklich in die Gemeinschaften reingehen und sich da umhören. Ach, so Spitzel. Ja, so Spitzel. So Leute, die sich wirklich umhören und in die Gemeinschaften reingehen und da dann das irgendwie diesem Sarg-Newsletter dann petzen. Das geht zu wie im Kindergarten so ein bisschen. Im Hintergrund schreien kleine Katzen, nicht wundern. Ja, das klingt ja alles relativ gruselig. Verlässt man dann den Kinosaal mit einer total miesen Stimmung und denkt sich nur, ach du Scheiße, oder gibt es da auch Hoffnungsschimmer in diesem Film? Ja, durchaus. Also ich würde sagen, mal die Kritikpunkte sind nun mal, die Welt ist nun mal so. Und das ist... aber ich würde sagen, auf jeden Fall so ein kleines Aha-Erleuchtungserlebnis. Und ja, er bringt Klarheit, finde ich, also auf eine, ob das jetzt angenehm ist, dann so, ob man das überhaupt wissen will oder nicht, das kann man sich dann selber überlegen. Aber auf jeden Fall eine anregende, informative Doku, wo man vielleicht mit einer Wut rausgeht oder ja, auf jeden Fall mit Interesse an Geschehnissen oder an Geschehendem rausgeht, würde ich sagen. Okay, ja, und wie es jetzt um die Einwohner von Sarg jetzt nach dem Film bestellt ist oder so, aber wie gesagt, wir wollen ja das ja nicht alles verraten. Um das rauszufinden, geht ihr am besten einfach ins Kino. Genau. Jetzt kannst du noch eine Wertung abgeben von 0 bis 5. Ich würde sagen, 4,5 gebe ich dem tatsächlich, weil ich mich wirklich nicht gelangweilt habe und danach noch sehr viele weitere Fragen hatte. Ja, über Sachen, wo ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht oder einfach das Wissen gar nicht so hatte, wie es jetzt irgendwie Parlamente und diese ganzen uralten Gesetze. Und also das fand ich echt, weil die Insel wurde auch gegründet damals von Piraten. Und also es ist alles sehr, sehr geschichtsträchtig und ja, hat was Märchenhaftes. Und informativ auf jeden Fall. Richtig, und richtig. Das ist ja der Sinn einer Dokumentation. Den hat er erfüllt auf jeden Fall. Genau. Dann, wenn du keine weiteren Fragen hast, würde ich mich damit verabschieden und kann euch den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Und ja, bin gespannt, was er bei euch für Fragen auslöst und schöne Bilder aber auch im Kopf behalten lässt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.